Hallo zusammen, und es ist Zeit, mal wieder ein paar News vom Stapel zu lassen. Hab ich mir doch ein wenig mehr Zeit gelassen, muss ich gestehen. Und es gab eigentlich genug zu besprechen. Also Eye of the Beholder, damit fängt es hier an. Habe ich pausiert, habe ich auch über Twitter bekannt gegeben, warum, und unter Kommentaren teilweise gepostet, aber es hätte eigentlich in die News gemusst und dann fing Gothic an, was ja eigentlich auch eine große Sache ist, was auch angekündigt hätte werden müssen und so weiter und so weiter. Aber ich habe es immer weiter aufgeschoben und habe mich lieber darum gekümmert, mein Real Life einigermaßen zu balancen und die Videos rauszubringen, anstatt dann ein News-Video zu machen. Warum sind da drei Pfeile im Hintergrund? Also drei, so einen komischen Finger. Egal. Ja, das ist natürlich auch eine News. Ich habe Grimoire gesponsert bekommen. Und nachdem ich es von mehreren Leuten angepriesen bekommen habe. Es ist ein Old... Nee, es ist ein Retro-Spiel. Also es ist gerade erst released auf Steam. Ist auch ein bisschen happig dafür, dass es nur 80 MB groß ist. Aber es verspricht sehr viel und es sieht soweit interessant aus. Und ich möchte dazu ein Let's Play machen. Habe jetzt auch schon die erste Folge aufgenommen. Das heißt, die zwei Folgen am Tag von Gothic werden dann wieder reduziert auf eine Folge pro Tag. Und es gibt dann eine Folge XCOM, eine Folge Gothic und eine Folge Grimoire. Die erste Folge ist wie gesagt schon im Kasten. Die zweite und dritte Folge wird wahrscheinlich Charaktererschaffung sein, weil das Spiel hat ziemlich viele Klassen, ziemlich viele Rassen, tierisch viele Skills und ist ziemlich komplex. Das heißt, da werden wir unseren Spaß haben, solange uns da nicht irgendwelche Bugs oder größere Probleme über den Weg laufen, weil es ist halt nicht ganz so super stabil. Wenn ihr das Spiel im Steam Shop mal anguckt und die Bewertung so durchliest, sind da ein paar Horror-Stories bei, die hoffentlich nicht passieren werden bei uns. Müssen wir dann gucken. Aber es sah halt recht vielversprechend aus und deswegen möchte ich da mit euch reinschauen. Aber zurück zu der alten Geschichte. Also, Eye of the Beholder war mir persönlich zu nervig geworden, weil ich musste recht viel Off-Camera machen. Es war schwierig, sich zurechtzufinden. Vor allem auch wegen der Steuerung, da musste ich ja mit den Pfeiltasten rumdrücken und dann die Handykamera nebenbei zum Laufen bekommen, dazu ein extra Video machen, das Video mit dem anderen Video zusammenschneiden, das hat einfach viel zu viel Zeit in Anspruch genommen und es hat mir keinen Spaß gemacht. Dann habe ich das jetzt pausiert, Save Game ist aber noch vorhanden, das heißt, wenn ich dann irgendwie wieder Bock drauf habe, kann ich das dann weitermachen. Dann kam Gothic. Gothic läuft super, macht Spaß, wird auch noch eine ganze Weile laufen, weil Gothic dauert ja halt eine Weile mit dem Add-on zusammen, ne? Und XCOM 2 habe ich ebenfalls aufgehört. Ebenfalls auf Twitter, glaube ich, Benachrichtigung gemacht, aber hat auch kein News-Video bekommen. Da gab es halt mehrere Bugs und sah nicht so aus, als würde ich wirklich weit kommen. Weil es war der erste Anlauf, Blind in Long War 2, und da macht man halt doch recht viele Fehler. Die würde ich ganz gerne ausbügeln, aber wenn ich jetzt eine neue Staffel anfangen würde, dann käme ja demnächst das Add-on raus zu XCOM 2, also Vanilla XCOM 2, und kurz darauf oder einigermaßen darauf dann die Anpassung von Long War für XCOM 2, das neue Add-on. Und es wäre schade, wenn man dann nochmal aufhören müsste und nochmal von vorne anfangen. Das heißt, ich pausiere jetzt XCOM 2 oder habe es jetzt ja auch schon pausiert und werde es erst wieder anfangen, wenn das Add-on draußen ist und XCOM 2 Long War dazu gepatcht ist, dass es dann auch dazu kompatibel ist. Und wenn das dann alles soweit draußen ist und soweit stabil ist, dann fange ich da eine neue Staffel an mit dem ganzen Wissen aus der ersten Staffel jetzt. Das macht in meinen Augen mit am meisten Sinn. Außerdem gibt es ja auch ein paar Leute, die meinen Kanal verfolgen, die XCOM überhaupt nicht mögen. Und für die war es denn doof, wenn sie pro Tag eine Folge XCOM hatten, eine Folge XCOM 2 und dann nur ein anderes Projekt. Nee. Und ja, momentan gehen nur drei Folgen pro Tag. Ich arbeite wieder Vollzeit und habe noch anderweitig Verpflichtungen. Das geht dann leider nicht mehr so wie früher, wo ich das komplett als Hauptberuf gemacht habe und nichts anderes nebenbei. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber so müsste es auch einigermaßen hinkommen. Ja, und das wäre so das Gröbste aus den letzten Monaten. Real Life war auch recht chaotisch. Meine Kleine hat auch in 2 Tagen Geburtstag. Dafür wird auch noch einigermaßen viel vorbereitet. Aber ich versuche es hinzubekommen, jeden Tag die 3 Folgen rauszubringen. Und ihr könnt auch immer auf meinem Uploadplan gucken. Da habe ich auch eingetragen, wann ich wie arbeiten muss, weil ich habe immer 3 Tage Frühschicht, 3 Tage Spätschicht, 3 Tage frei. Das heißt, wenn es Richtung Ende meiner Arbeitswoche kommt, also nach diesen 6 Tagen, da läuft der Puffer so langsam aus. Das heißt, da gibt es dann manchmal auch Tage, wo dann die Folgen erst später am Tag kommen und nicht morgens um 3, wie sich das gehört, also nachts um 3. Und ich hatte auch jetzt einen Ausfall gestern oder heute, weil der Puffer einfach komplett leer war. Das heißt, da könnt ihr schon so absehen, wann ihr gut am Stück gucken könnt oder auch nicht. Ja, na gut. Ich hoffe, damit hätte ich das Gröbste abgedeckt.
und euch gefällt das neue Projekt und wir haben da ein stabiles, schönes neues Spiel, schönes altes neues Spiel und wir sehen uns immer in meinen anderen Videos. Bye, bye.